Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video hier von Gran Canaria, unserer gemeinsamen Lieblingsinsel im Atlantischen Ozean. Ja, und ihr seht es schon, wir sind heute das zweite Mal bei unseren Versicherungsjungs, bei Max und Moritz von der Versicherungsagentur Knechtke. Wir machen heute das zweite Informationsvideo und ja, ich freue mich, dass die Jungs wieder Zeit haben, dass sie wieder dabei sind. Und es schließt quasi an unser erstes Video an, was wir am 28.10. Gemacht haben. Ihr seht das auch in der Videobeschreibung. Wir werden es dort mit reinsetzen, damit ihr auch da nochmal reinschauen könnt, was im ersten Video vorgekommen ist. Und vor allem haben sich die Jungs auch sehr, sehr ausführlich vorgestellt und gerne schaut da nochmal rein. Wie gesagt, es wird verlinkt. Ja, ihr Lieben, ich habe einige Fragen heute für euch mitgebracht, weil wir wollen uns ein bisschen über Versicherung unterhalten und vor allem unsere YouTube-Zuseher mit Informationen versorgen. Und ich hoffe, ihr habt da so ein paar Antworten für mich parat. Und deshalb würde ich sagen, legen wir auch mal direkt los. Es geht um das Thema Kfz, weil irgendwie hat ja jeder ein Auto. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir damit auch mal gleich an. Ich habe mir ein paar Fragen notiert. Weil ich mir nicht alles merken kann. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Ja. Und deshalb zunächst mal die Frage, gibt es denn einen Unterschied? Ist das, kann man, ich sag mal, die Autoversicherungen, sind die zu vergleichen mit denen in Deutschland? Oder ist das, gibt es da Unterschiede? Wie ist das? Vor allem auch, was braucht man an Unterlagen, wenn man ein Auto hier versichern möchte? Ja, also im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es schon ähnlich wie in Deutschland. Wir haben Haftpflicht, wir haben Teilkasko, das ist dann mit Brand und Diebstahl. Dann geht es weiter zu Vollkasko. Das sind so verschiedene Sachen, die man absichern kann, je nachdem, was für ein Auto es ist, wie viel Wert man darauf legt und solche Sachen. Zusätzliche Leistungen bei allen sind sowas wie Glasversicherung, Abschleppen, Pannenservice, Ersatzfahrzeug bei Unfall und auch bei mechanischen Schäden. Oder ja, bei mechanischem Ausfall sozusagen. Und ich schätze mal, im Groben und Ganzen ist das auch wie in Deutschland. Okay. Was wir brauchen, sind Fahrzeugpapiere, also halt Zulassung und Fahrzeugbrief, damit wir wissen, um welches Fahrzeug es sich dort handelt. Und dann auch Angaben zum Versicherungsnehmer. Denn die Prämien sind ja immer, also sowohl fahrzeugbedingt wie auch versicherungsnehmerbedingt, personenbedingt. Und da brauchen wir dann halt, also Namen und Nachnamen ist klar, Geburtsdatum, Führerscheindatum, NIE-Nummer und Adresse. Und wenn es geht, ein Schadensfreiheitsrabatt aus Deutschland. Wir können den zwar nachgucken online, mittlerweile sind alle Gesellschaften vernetzt. Bloß wenn der Kunde den mitbringen kann, dann geht es schneller und leichter für uns. Aber sollte der nicht nachzuweisen sein, weil in Deutschland die Gesellschaft irgendwie Probleme macht und dann sagt, nee, dann verlieren sie den hier, ist kein Problem, wir können den noch nachgucken. Perfekt. Was auch wichtig für uns ist, ist, dass Versicherungsnehmer und Fahrzeughalter übereinstimmen. Also, dass das Auto auf dieselbe Person beim Verkehrsamt angemeldet ist, wie auch in der Versicherung steht. Denn oft ist es so, dass Leute ein Fahrzeug anmelden, vielleicht auf eine Tochter oder so und dann auch das Elternteil versichern möchten, aus Kostengründen. Aber leider ist das nicht möglich, weil das rechtlich gesehen nicht eine richtige Versicherung wäre. Ja. Daher ist da oft eine kleine Meinungsverschiedenheit oder so. Okay. Und dann wird noch wieder eine Ummeldung gemacht. Sowas kann man sich oft sparen, wenn man einfach direkt mal erstmal nachfragt, bevor man das Ganze anfängt. Natürlich immer gern bei uns. Klar. Kleine Sache noch dazu, jetzt im Vergleich zu Deutschland. Ich weiß zwar nicht genau, wie das in Deutschland läuft mit dem ADAC, aber dieser Pannenservice, den wir hier haben in Spanien, der sichert einen auch ab, wenn man im Ausland ist. Das heißt, wenn ich jetzt nach Deutschland fahre und mit meinem Auto dort liegen bleibe, eine Panne habe und mit dem Auto nicht zurück kann, dann wird das Auto, je nachdem, ob man es dort reparieren möchte oder nicht, aber es wird auch zurück nach Spanien geschleppt und sogar die Hotelübernachtung und der Transport für die Person bzw. Familie wird auch übernommen. Also ich glaube, das ist so, wenn man es in Deutschland vergleicht, so ein ADAC inklusive in dieser Auto, in dieser Kfz-Versicherung. Perfekt, perfekt. Klar, und das Auto muss natürlich auch hier sein, weil wenn es noch in Deutschland ist, weil mich fragen schon Leute, das Auto ist noch in Deutschland, können wir schon eine Versicherung abschließen, weil wir sind ja bald da. Das geht natürlich nicht. Versicherung geht nicht. Wir können erst versichern, wenn wir ein spanisches Kennzeichen haben. Genau. Aber was wir schon machen können, ist mit der Einfuhr helfen, also mit der Anmeldung hier in Spanien und Kostenvoranschläge vorbereiten für wenn das Auto halt hier ist, damit man eine Idee hat, was ungefähr da auf einen zukommt.
Prima. Habt ihr denn oft Situationen, ich meine, sicherlich wird schon mal ein Schaden gemeldet. Wie sieht das aus mit Diebstahl? Denn ich denke mir so, wenn jemand auf der Insel ein Auto klaut, wo will er denn hin? Ich meine, sie ist 50 Kilometer kreisrund, im Durchmesser 50 Kilometer, ja. Von daher, wie ist das? Das stimmt und es passiert auch hin und wieder. Entweder verschwinden die Autos dann, weil sie ausgeschlachtet werden und man weiß nie wieder was von ihnen. Okay. Oder sie tauchen irgendwann nach Monaten irgendwo in der Straße geparkt auf, weil jemand das Auto geklaut hat, um hin und her zu fahren. Und klar, wenn es dann irgendwo ordnungsgemäß abgestellt ist, bis jemand drauf kommt, dass es geklaut ist, muss erstmal das Kennzeichen abgelesen werden von irgendeinem Polizisten. Ja. Aber es passiert schon. Okay. Passiert natürlich meistens bei älteren Fahrzeugen. Okay. Neuere Autos, die auch schon GPS und sowas haben, die werden natürlich überhaupt nicht geklaut. Und wenn dann vielleicht mal irgendwo Felgen oder sowas oder Räderinsatz, Räder geklaut wird, das kommt schon mal vor, aber eigentlich immer seltener. Dadurch, wie du ja schon sagst, man kommt ja nicht runter von der Insel. Genau. Das habe ich kürzlich, habe ich es gesehen im Sonnenland. Tatsächlich stand mein Auto, da fehlten die Räder. Mhm. Kann schon mal vorkommen. Ja. Mhm. Selten, aber ich meine, es passiert überall was, aber das kann es auch mal gehen. Ja. Was viel passiert, ist, dass Autos aufgeknackt werden. Okay. Und da sind halt Schäden, sei es jetzt eingeschlagene Scheibe oder auch, wenn die mit einem Schraubenzieher aufgebrochen werden, die Türen und sowas, da entstehen Schäden. Ja. Die Schäden sind abgedeckt und auch der Diebstahl des Inhalts. Also wenn man eine Brille drin liegen lässt oder sowas, bis 500 Euro sind Sachen abgesichert, die aus dem Auto rausgeklaut werden. Und bei Diebstahl gibt es sogar dann auch noch, wie vorhin gesagt, ein Ersatzfahrzeug für maximal 45 Tage. Wenn das Auto dann auftaucht, dann kriegt man das Auto zurück. Und wenn nicht, dann hat man erstmal diese 45 Tage bekommt man ein Ersatzfahrzeug gestellt von der Gesellschaft, damit man halt sich bewegen kann und diese ganzen Behördengänge und sowas erledigen und auch gut halt gucken kann, was man mit dem Auto jetzt macht, ob man sich ein neues kauft oder was auch immer. Prima. Aber 45 Tage ist schon ganz gut. Prima. Ansonsten Tipps vom Versicherungsfachmann. Jetzt haben wir zwei Fachmänner hier. Was sollte man nicht im Auto liegen lassen? Ich meine, es macht schon Sinn, überhaupt die Sachen nicht sichtbar liegen zu lassen. Das ist das Thema, wenn eine Scheibe eingeschlagen wird, da sollte keine Kamera auf dem Rücksitz hängen und so, das ist schon klar. Generell Sachen einfach nicht im Auto liegen lassen, weil man weiß nie, wo man das Auto abstellt oder wer gerade zufällig vorbeikommt und einfach eine Brille rausgeklaut wird oder sei es jetzt eine Handtasche oder eine Sporttasche. Selbst wenn man selber weiß, dass da nichts drin ist, aber der vorbeigeht, der weiß es ja nicht und man weiß eben nie. Ja. Und Tipp, wer nicht Vollkasko versichern möchte, weil er vielleicht sagt, das Auto ist es nicht mehr wert, eigentlich immer Haftpflicht Brand und Diebstahl. Okay. Weil Diebstahl wurde gerade besprochen. Ja. Brand, wenn das Fahrzeug mal Feuer fangen sollte, aus unbekannten Gründen und die Feuerwehr kommt, dann hat man erstmal eine heftige Feuerwehrrechnung, die man bezahlen muss. Und das eigene Fahrzeug ist dann auch weg. Also, und wie gesagt, das ist ein minimaler Unterschied in der Prämie. Also für Basis sozusagen empfehlen wir eigentlich Teilkasko, Haftpflicht, Brand, Diebstahl mit Glas und was, so all dem, was ich gerade gesagt habe, was sowieso inklusive ist. Aber wie gesagt, Haftpflicht, Brand, Diebstahl. Perfekt. Den Zuschauern interessieren natürlich immer die Preise auch. Nun kann man das sehr wahrscheinlich nicht pauschal sagen, weil es kommt auf viele Faktoren an, Schadensfreiheitsklasse. Welche Faktoren spielen damit rein? Ist es denn grundsätzlich günstiger, hier ein Auto zu versichern, als in Deutschland, wenn man mal das gleiche Auto, dieselben Leistungen in Deutschland, oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Es kommt genauso drauf an. Okay. Es kommt immer darauf an, erstmal natürlich auf den Fahrzeughalter und den Versicherten. Wenn es ein Jungfahrer ist, ist es natürlich horrend teuer. Wenn es jetzt schon mittleres Alter ist, dann ist es natürlich viel günstiger oder kostenerschwinglicher. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, was für ein Auto es ist. Wenn es ein älteres Auto ist, ist es meistens billiger. Und wenn es natürlich jetzt ein teures Auto ist mit einem großen oder starken Motor, sage ich jetzt mal, PS-bedingt, ist es natürlich immer teurer. Denn man weiß eben, höhere PS, mehr Geschwindigkeit, mehr Unfälle. Daher ist das natürlich auch immer preisausgebend. Perfekt. Also sagen wir mal, Kai würde weniger zahlen für seine Autoversicherung als Moritz beim selben Fahrzeug. Genau. Weil ich älter bin, wolltest du das damit sagen? Ich meine, die Zuschauer sehen das jetzt nicht. Aber wir können es ja verraten. Ja, ich meinte, weil du bestimmt einen höheren Schadenfreiheitsrabatt hast. Okay, prima. Ja, ihr Lieben, also ich denke, zum Thema Auto ist mal das Grobe gesagt. Und ich meine, die Leute wissen ja auch, wo sie euch erreichen können. Wir können ja auch gerne mal eure Webseite noch mit in die Beschreibung reinsetzen. Dann kann man da direkt reinklicken, Kontaktdaten. Dann kann man auch nochmal nachfragen und sich auch ein Angebot einholen. Ja, das geht ja natürlich auch. Genau, gerne jederzeit. Per E-Mail, WhatsApp, Telefon, wir sind eigentlich immer erreichbar. Super. Wochenende arbeitet ihr auch? Samstag? Für Notfälle. Wenn es sein muss, für Notfälle. Okay. Wir sagen unseren Kunden immer, wenn am Wochenende was sein soll, bitte nicht anrufen. Ja. Denn an Telefonate gehen wir meist nicht ran am Wochenende. Aber eine WhatsApp-Nachricht, da kann ich lesen oder können wir lesen, was Sache ist. Und das geht am schnellsten. Und wenn ich dann sehe, Herr Kneschke, Notfall oder Unfall oder sonst was, dann antworten wir schon. Super, perfekt.
Wir machen direkt weiter, weil klar, wir wollen so ein paar Sachen heute da hier auch durchgehen. Und zwar habe ich mir jetzt noch notiert, private Haftpflichtversicherung, weil ich denke, das ist doch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil wenn man irgendjemand einen Schaden zufügt, unabsichtlich in der Regel, und ach so, da fällt mir eine Frage ein, wenn man absichtlich jemand einen Schaden zufügt, greift denn überhaupt eine Haftpflichtversicherung? Nein, bei Absicht nicht. Bei Absicht nicht. Also bei Absicht nicht, das ist klar. Bloß, okay. Nee, da greift keine Versicherung. Versicherungen sind für unvoraussichtliche Sachen und Unfälle halt. Klar. Solche Sachen bei Absicht nicht. Das ist klar. Und private Haftpflicht, ja klar. Ich meine, ich würde heutzutage ohne private Haftpflicht nicht mehr leben. Denn wenn ich aus Versehen jetzt was oder einen Schaden verursache oder meine Kinder oder meine Haustiere oder halt das, was, wofür ich gesetzlich haftpflichtig bin für, muss abgesichert sein. Sonst muss ich mit meinem eigenen Vermögen dafür haften. Denn wenn ich irgendwo einen Schaden verursache oder Kinder habe oder ein Haustier, wie gesagt, und irgendetwas davon verursacht Schäden, dann wird der Geschädigte zu mir kommen und mich verklagen. So, wenn ich eine Versicherung habe, dann gut, dann übernimmt die das. Und wenn nicht, dann muss ich selber dafür zahlen. Und da muss jeder ein bisschen auf die Waage setzen, ob er das riskieren möchte oder nicht. Vor allen Dingen für die Prämien. Ja, ja. Das ist im Jahr also wirklich... Kann man da irgendwie so eine grobe Hausnummer... Das ist immer schwierig. Ist immer schwierig zu sagen, aber ich meine, normalerweise ist die private Haftpflicht ja in der Hausratversicherung mit drin. Okay. Wenn man mietet und sowas und sagt, Herr Kneschke, ich brauche jetzt die Hausrat oder die Gebäude nicht, sondern nur eine private Haftpflicht. Also da liegt man unter 200 Euro. Okay, ja. Macht Sinn. Hm. Macht Sinn, kann man wohl sagen, ja. Gibt es ja auch für Hunde Haftpflichtversicherung? Weil ich meine, weil wir haben ja einen Hund und einen Labrador. Und nun gibt es wohl ein neues Gesetz, dass Hunde, jeder Hund eine Haftpflichtversicherung braucht. Und ist das so? Ist das Pflicht, dass Hunde jetzt eine Haftpflichtversicherung haben, dass man ansonsten Ärger bekommt mit der Polizei, dass das kontrolliert wird? Wisst ihr da was? Also es soll dieses Gesetz rauskommen. Es ist dabei, bearbeitet zu werden. Es ist aber noch nicht, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, abgesegnet oder das versteht jeder. Die Sache ist noch nicht durch. Genau. Demzufolge ist es noch nicht Pflicht, für normale Hunde eine Haftpflicht zu haben. Für Kampfhunde ja, das schon seit langem, aber für normale noch nicht. Aber auch hier wie vorher, wenn der Hund jemanden beißt oder wenn der Hund einem Fahrradfahrer vors Fahrrad läuft oder irgendeinen Schaden verursacht, ist es eigentlich nicht so die Haftpflicht oder das Gesetz, wo man sich darauf verlassen sollte irgendwie, sondern wie gesagt aufs eigene Vermögen. Denn der verletzte Fahrradfahrer, der durch diesen Hund jetzt sagen, wenn man einen gebrochenen Arm hat, der wird so oder so klagen halt und möchte dann seine Entschädigung und das Schmerzensgeld bezahlt haben und das Fahrrad bezahlt haben und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, eigentlich kann ich empfehlen, sowas immer zu versichern. Okay. Also auch wenn, auch wenn es nicht Pflicht ist, aber allein um mein Vermögen bzw. um mich abzusichern. Okay. Zumal es ja eben auch ein Tier ist und letztendlich, man weiß ja nicht, wie es reagiert, in welchen Situationen, oder es erschrickt, weil ein Auto oder ein lautes Motorrad vorbeifährt. Der Hund weiß vielleicht nicht, wie er reagieren soll und läuft vielleicht einem, wie er schon sagt, vors Fahrrad oder beißt einen in der Stresssituation. Ich meine, man weiß ja nie, wie sowas kommen kann, und da sollte man eigentlich schon sich absichern. Gerade so wie es heute ist, dass jeder immer sofort klagt, sobald es um irgendwas geht, da sind die Leute ja immer ganz schnell. Und dass man sich da einfach absichern kann und sagen kann, okay, ich kann die Ruhe bewahren, ich bin versichert, ich brauche da keine Angst, um mein Hab und Gut zu haben. Absolut, absolut, Moritz. Nee, sehe ich genauso. Also wir haben unseren Hund auch versichert. Der ist so lieb, der beißt, wenn überhaupt, nur ins Futter. Ja, und also sonst macht er da weiter nichts. Aber man weiß es nicht. Genau, ist es ein Tier, vielleicht ein kleines Kind, wir sehen es nicht, zieht ihn vielleicht am Ohr und dem Moment eine Reaktion, was er nie machen würde. Also, oder ein anderes Tier, ein anderer Hund. Oder ein anderes Tier, die Hund. Kommen irgendwie zum nicht Beispiel, klar, und der Hund wird gebissen und muss zum Tierarzt. Auch solche Sachen sind dann halt abgesichert. Es ist aber noch nicht so, dass man auf der Straße kontrolliert wird und diese Haftpflichtversicherung für den Hund vorweisen muss. Thema. So ist es natürlich noch nicht. Ja, genau. Es sei denn, wie gesagt, es ist ein Kampfhund. Ja. Und für normale Hunde ist es auch so, dass die in der Hausrat inklusive sind. Das kostet noch nicht mal extra. Also. Perfekt. Ja, zum Thema Hund an die Zuschauer auch. Also wenn ihr Hunde habt, es gilt ja Leinenpflicht in Spanien. Und ich meine, es sind bis zu 500 Euro Geldstrafe, wenn man den Hund nicht an der Leine hat. Kann es wohl geben. Und an den Stränden im Übrigen sind Hunde auch nicht erlaubt. Es sei denn, das sind ausgewiesene Hundestrände. Genau. Vielleicht das nochmal so am Rande erwähnt, weil es sind ja viele dabei, die auch Hunde haben. Und dann weiß man da Bescheid. Genau, so ist es ja. Ja. Super. Ja, das zum Thema Hund. Sind wir auf den Hund gekommen heute. Ne? Genau. Private Zusatzkrankenversicherung.
Versicherung. Finde ich auch ein wichtiges Thema, gerade hier auf Gran Canaria. Ich selbst bin bei der DKV. Wir auch. Ihr auch? Wir auch, ja. Da oben ist auch DKV, genau, was für ein Zufall. Genau. Ich bin bei der DKV und da kannte ich euch noch gar nicht. Also wirklich vom ersten Tage an wurde uns empfohlen, als ihr hergekommen sind, vor 16 Jahren, glaube ich, sind es inzwischen, ja, Zusatzversicherung, private Zusatzversicherung abzuschließen, weil die gesetzliche Versicherung wohl nicht so umfassend ist, es alles länger dauert mit Ärzten und so weiter, mit Terminen. Und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr zufrieden, will jetzt aber keine große Werbung für die DKV machen, weil es gibt auch andere. Ich glaube, ihr macht unter anderem auch die DKV, genau. Aber es soll auch keine Werbeveranstaltung hier sein. Also jetzt die Frage auch, das macht doch Sinn, oder? Ich meine, das macht ja nicht nur bei mir Sinn, bei anderen ja auch. Und warum macht es vor allem Sinn? Was ist so sinnvoll? Genau, also wir haben sie ja auch, wie gesagt, wir sind auch bei der DKV hauptsächlich, um zu privaten Ärzten halt zu gehen zu können. Das ist einmal jetzt im Beispiel hier im Süden, Klinika San Roque in Milloneras, mhm, oder Roca in San Agustin. Und da umgeht man sozusagen die längeren Wartezeiten wie beim öffentlichen System. Das öffentliche System ist ja das Sistema Canario de Salud, mhm, oder Servicio Canario de Salud. Da kann man sich dann den Termin direkt beim Spezialisten holen, sagen wir jetzt Hals-Nasen-Ohrenarzt. Da kann ich dann schon mal im Vergleich zu dem öffentlichen Netz den Hausarzt überspringen und habe da jetzt schon mal Zeit gespart. So, und selbst da, wenn ich jetzt weitere Untersuchungen brauche, dann ist das im privaten Netz viel schneller und viel einsichtlicher und auch mit Dolmetscher im privaten Krankenhaus und solche Sachen als im öffentlichen Gesundheitssystem. Ja, für unsere Kunden ist es halt auch viel einfacher, wenn die einfach zum Krankenhaus gehen können mit der DKV-Karte, die legen sie vor und wie Maxi schon sagt, da kommt dann ein Dolmetscher, dann wird ein bisschen erklärt, was passiert ist, was zugestoßen ist und wie es dann weitergeht und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht zum öffentlichen Gesundheitssystem, wo man dann auf Spanisch angesprochen wird und sich dann fragt, okay, was muss ich jetzt machen? Also ist das schon was wert, ist natürlich immer wichtig zu wissen, was genau und wie und auf welchen Kunden es immer drauf ankommt, was er haben möchte, ob es jetzt mit einer freien Arztwahl ist oder einfach nur das Ärzteverzeichnis. Da ist es natürlich so, dass man schon das immer persönlich ausrechnen muss und dem Kunden schon ganz gerne die Details dabei erklärt, dass er auch weiß, wie und bis wo er versichert ist. Okay, super. Ja. Und demnach natürlich auch die Prämie dann nachher im Ende und natürlich auch altersbedingt. Ja. Ich war mal in der Klinik Rocker. Wir haben sie meine Mandeln mit 40 rausgenommen. Unangenehm, ja. Also mit 40, die Dinger. 7-mal im Jahr Mandelentzündung, immer wieder Antibiotika. Sonst kriegst du es ja nicht weg. Ja. Und das ist ja gar nicht gut. Nee, du bist ja immun aber gegen das Zeug, ja, sagt man ja. Also von daher habe ich die dann auch mal rausnehmen lassen und seitdem so gut wie gar keine Probleme, Erkältung mehr und so weiter. Und ich muss einfach sagen, das hat echt super funktioniert. Denn ich war, wie gesagt, in der Klinik Rocker. Die haben das relativ fix, habe ich einen Termin bekommen. Super Arzt. Ich bin am selben Tag, konnte ich auch wieder nach Hause. Die haben gefragt, ob ich nun besonders weit weg wohne. Ansonsten, wenn das sehr nah ist, gar kein Problem. Dann kommst du wieder her oder wie auch immer, wenn irgendwas sein sollte. Mhm. Wirklich perfekt. Und ich meine, die Versicherung hat einmal nur kurz, oder das Krankenhaus hat einmal bei der Versicherung kurz angefragt. Das ist normal. Wird das übernommen? Ich denke, das ist dann normal, wenn man eine größere Sache oder hat. Ja, beim Schnupfen sicher nicht, wenn man da zum Arzt geht. Aber nee, das funktioniert schon ganz gut. Und eben, ich meine, ich komme im Spanischen ja ziemlich gut klar. Nur, wenn man jetzt im Krankenhaus ist und das sind natürlich Dinge, das hat man ja nun nicht jeden Tag. Und dass dann ein Dolmetscher an der Seite ist, der das Ganze nochmal medizinisch übersetzen kann, das hilft schon ganz gut, finde ich. Ja, und, definitiv. Ja. Wie verhält sich das denn? Wie sind ungefähr, kann man da irgendwie auch was zu Preisen sagen? Wie ist das? Es gibt ja verschiedene Anbieter. Macht ihr nur DKV oder gibt es auch noch andere? Ich glaube, das ist auch der Marktführer DKV. Genau, momentan machen wir nur DKV. Okay. Das ist auch der Marktführer. Das ist die Gesellschaft mit dem größten Ärzteverzeichnis, was die meistgewählte Variante ist. Hm. Da gibt es grob gesagt jetzt zwei. Einmal die Krankenversicherung mit Ärzteverzeichnis. Das heißt, ich habe diesen Vertrag und kann zu Ärzten gehen, die mit DKV arbeiten. In Spanien zum Glück fast alle. Oder ich habe die andere Variante, mit der ich dieses Ärzteverzeichnis auch habe, aber zusätzlich noch Rechnungen erstattet bekomme. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe, der nicht mit DKV arbeitet, dann gehe ich dort in Vorkasse, zahle die Rechnung und bekomme sie zurückerstattet. Also das sind so jetzt grob gesagt die zwei Hauptvarianten. Mhm.
Reiseversicherung zum Beispiel ist aber in beiden inklusive und je nachdem, wie alt man ist, welches Produkt man möchte wird also, die Prämie halt ausgerechnet. Also auch wieder personenbedingt, altersbedingt. Klar, genau. Angebot einholen. Klar, anders wird es nicht funktionieren, denke ich mir schon fast, weil da gibt es natürlich viele, viele Faktoren, die bei solchen Sachen einspielen. Klar, genau. Vorerkrankungen und sowas sind natürlich auch ein Thema. Ja. Es muss immer ein Fragebogen beantwortet werden zu Vorerkrankungen halt oder wie man gesundlich, in welchem Status man gesundlich ist, ob es irgendwelche Pathologien gibt und so. Genau, verstehe. Ja. Nee, das ist alles total nachvollziehbar. Was denkt ihr, wie ist das, wenn jemand jetzt mit 70 Jahren zu euch kommt, also jung geblieben, frisch und so weiter und so fort, 70, 75, nimmt einen eine private Versicherung da noch auf oder sagen die eher schon... Oder sind die Prämien dann exorbitant hoch? Kann man das, was denkt ihr, wie ist das? Hattet ihr schon so einen Fall, dass auch, gibt ja auch viele ältere Leute, die das vielleicht machen wollen? Bis 75 geht's. Bis 75 und dann sagen die, aber das kennt man in Deutschland. Generell ist es eigentlich, ich sage jetzt mal, kein Problem, bloß es kommt natürlich immer auf Vorerkrankungen an. Ja. Und leider ist es natürlich heutzutage so, dass schon viele Kunden Vorerkrankungen haben und dann natürlich der Gesundheitsfragebogen immer wahrheitsgemäß ausgefüllt wird. Ja. Und das geht dann zur Ärztekammer und die sagt dann natürlich, ob ja oder nein. Okay, verstehe. Wenn der Kunde gesund ist, selbst wenn er 71, 72, 73 ist, dann können wir ohne Probleme versichern. Okay. Klar, es ist natürlich eine andere Prämie als bei mir jetzt, aber im Grunde genommen ist es kein Problem, wie gesagt, mit den Konditionen, die ich eben aufgezählt habe. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ich zahle irgendwas um die 80, 90 Euro im Monat. Das ist irgendwie alles. Ich habe jetzt kein Riesenpaket. Ich glaube, man kann auch auf Pakete im Ausland zurückgreifen. Da habe ich nur eine Notversorgung. Genau. So im Ausland. Genau. So ist das irgendwie. Aber wollen wir gar nicht so weit rein, weil das ist echt ein komplexes Thema. Da kennt ihr euch gut aus und sollen die Notfall im Ausland ist immer abgesichert bei allen Varianten. Okay. Auch Rücktransport im Falle einer schweren Erkrankung und solche Sachen. Also ambulantes Flugzeug und solche Sachen. So ist es alles mit Amerika. Ich glaube, außer Amerika muss man ein bisschen aufpassen, wenn nach Amerika geht. Ja, weil wir waren in Amerika, da habt ihr uns auch geholfen, dass wir da eine Versicherung. Genau. Also eine Versicherung für Amerika im Prinzip. Richtig, genau. Ja. USA ist ausgeschlossen durch die horrenden Arztkosten, die man ja eigentlich kennt dort. Da braucht man dann eine extra Versicherung. Aber auch in dem Fall können wir dann weiterhelfen. Sehr schön, perfekt. Prima, private Zusatzkrankenversicherung, genau, Preise, wie gesagt, hatte ich mir aufgeschrieben, aber das kann man bei euch einfach dann auch anfragen, muss man genau ausrechnen lassen und genau, perfekt. Wie gesagt, personenbedingt, also da. Ja, und dann haben wir noch die Lebensversicherung, die ich persönlich sehr, sehr interessant und auch wichtig finde, denn wenn es denn mal soweit ist, ist man auch ganz gerne versichert. Was umfasst diese Lebensversicherung und... ja, wo sind da die Leistungen, die Preise? Könnt ihr dazu was sagen? Also Lebensversicherung wird immer ganz gerne auf die leichte Kappe genommen oder gesagt, ja, wenn ich einmal versterbe, nach mir die Sintflut, so wie viele oft sagen. Aber das nehme ich eigentlich persönlich gar nicht so auf die leichte Kappe. Ich habe natürlich auch meine Lebensversicherung. Ich habe das so, oder ich sehe das so, wenn man Erben hat, dann werden die irgendwann mit dieser Situation konfrontiert. Man hinterlässt ihnen etwas oder nicht, aber in den meisten Fällen wird ja schon was hinterlassen. Da kommen Kosten auf, oftmals Erbschaftssteuer und solche Sachen. Und viele sagen dann, ach ja, wenn mir irgendwas passiert, dann Hypotheken oder sonst was, das mag dann bezahlt sein, was auch immer, die Immobilie mag bezahlt sein, ich brauche keine Lebensversicherung. Meine Erben sollen sich darum kümmern. Oftmals bringt das Probleme, denn Erben können nicht immer diese Kosten begleichen. Also sei es jetzt die Erbschaftssteuer und so weiter und so fort. Wir hatten vor kurzem einen Fall, der Erbe konnte diese Kosten nicht zahlen und das Haus wird versteigert und kein Mensch hat was davon. Also das war eine hässliche Situation und da sollte man schon absichern. Max, auch wenn jemand verstirbt, weil Sterbeversicherung, hängt das irgendwie auch zusammen? Ist es nicht auch so, die Lebensversicherung, deckt die das mit ab, wenn jemand verstirbt? Beerdigungskosten meine ich jetzt da speziell. Das kann ja auch ins Geld gehen, oder? Wie ist das da? Also eine Lebensversicherung gibt einen Vorschuss für diese Beerdigungskosten. Da ist dann die Sterbeversicherung sozusagen inklusive. Okay. Und wenn man keine Lebensversicherung hat, dann... dann sollte man schon eine Sterbeversicherung abschließen, weil auch dann sind wir die Erben damit konfrontiert. Und ich meine, das ist jetzt schon eine hässliche Situation, sagen wir mal, wenn diese Person verstirbt für alle Hinterbliebenen.
Und wenn man sich da jetzt noch um finanzielle Probleme kümmern muss, das ist vielleicht auch nicht ganz so, so interessant. Ja. Zumal es ja im Sterbefall auch immer so ist, wie Maxi schon sagt, das ist eine schwierige Situation. Da kommen oft viel bürokratische Sachen dazu. Es muss viel Papierkram erledigt werden. Mhm. Oft ist es so, dass die Kunden vielleicht noch in Deutschland Sachen auf ihrem Namen stehen haben. Das muss alles umgemeldet werden auf die Erben. Das muss alles eingetragen werden beim Register über einen Anwalt. Oft können die Leute das nicht selber. Dann ist noch die Sprachbarriere dazwischen. Also wenn man da wenigstens schon mal dieses Kapital hat, was einem da weiterhilft, dann ist man schon auf der richtigen Seite. Zumal das natürlich auch so ist, dass die, wie Maxi schon sagt, die Erben oft einfach das Geld dafür nicht haben. Und nachher steht man dann da und sagt, okay, und wie mache ich das jetzt alles? Wo hole ich das Geld her? Wie komme ich jetzt weiter? Schon interessant, das zu haben. Verstehe. Kann es eine Schlussfolgerung sein, dass man sagt, okay, wenn jemand nur das Konto voll hat, mit Geld und es ist alles genug da, dass sie dann vielleicht doch nicht ganz so notwendig ist? Oder ist es ja nicht auch so, wenn jemand verstirbt, dass nicht auch die Nachkommen nicht nur, also dass da auch doch relativ viel Geld teilweise ausgezahlt wird, je nachdem, wie hoch man das versichert. Genau. Also ich meine, mitunter freuen sich vielleicht auch Nachkommen dann, wenn es da noch ein Geld zieht. Es ist ja nicht immer nur vielleicht für den Fall, dass man alles erledigen kann und bezahlen kann, sondern vielleicht auch, dass man sagt, wenn ich gehe, dass ich meinen Nachkommen einfach noch was hinterlasse. Das ist ja auch noch ein Thema. Ja. Also wenn das Konto proppenvoll ist, wie du schon sagst, dann braucht man diese Lebensversicherung wahrscheinlich nicht. Okay. Aber ich meine, in meinem Umfeld ist es halt nicht so, dass die Konti proppen voll gestopft sind. Ja. Und wie gesagt, da sind meistens noch Hypotheken, die abgezahlt werden müssen. Das wäre ja dann auch traurig, wenn das bereits Bezahlte in der Lebenszeit wegfällt. Ja. Was passiert, wenn die nicht fertig gezahlt wird? Und wie gesagt, danach halt Erbschaftssteuer und so weiter und so fort. Also das ist dann damit abgesichert. Und da sollte man schon ein bisschen an die Erben denken. Und wie du schon sagst, selbst wenn man ihnen etwas das Leben erleichtern möchte, dann bleibt vielleicht noch was übrig, damit man... Gerade in der Familie auch eben, wenn jetzt natürlich ein Elternteil verstirbt, Gott bewahre, bloß wenn da jetzt, sagen wir mal, für das Kind Studienkosten anfallen, da fällt an, dass das Kind irgendwann mal ein Auto braucht oder es muss ja auch unterhalten werden, Essen muss gekauft werden, die Miete muss gezahlt werden und so weiter und so fort. Und wenn dann natürlich einfach so ein Einkommen wegfällt, ist das Ganze nicht mehr so einfach. Verstehe ich, ja. Nee, das ist schon so. Und gibt es da irgendwo ein Alter, wo man sagt, ab jetzt macht es Sinn? Ich meine, oder kann jedes man das so, Alter, man weiß kann ja nie. Immer irgendwas sein. Weil das kann jeden Tag passieren. Jeder kann morgen umfallen. Das ist jeder Tag kann der Letzte sein. Deswegen solltet ihr und wir die Tage auch genießen, wie sie fallen. Weil das kann natürlich auch immer mal so sein. Aber gut, wir wollen ja... Wichtig anzusprechen wäre vielleicht noch, bevor du jetzt... vielleicht an das Thema ansprichst, weiß ich nicht. Eine Lebensversicherung hat meist auch eine Invaliditätsversicherung. Okay. Also die sind zusammen. Und das ist jetzt eine sozusagen Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Ja. Wenn ich einen Unfall habe und nicht sterbe, aber invalide bin danach, dann kriege ich auch dieses Kapital ausgezahlt, was vielleicht auch sehr wichtig ist, weil ich dann, wie gesagt, erwerbsunfähig bin und vielleicht für diese Familie dieses monatliche Einkommen halt nicht mehr... bekomme, wie Moritz vorhin schon sagte, für Kinder oder Studiengebühren oder solche Sachen, die dann noch übernommen werden müssen für eine Zukunft, da sollte man... Klar. Also wie gesagt, Lebensversicherung ist eigentlich wichtig, wenn man Kinder hat, wenn man vielleicht noch offene Schulden hat, sei es Hypothek oder sonst was, und natürlich, wenn man Erben hat, die es dann bekommen, okay, und man da sich ein bisschen absichern möchte, dass nicht das, was wofür man das Leben lang gearbeitet hat, dann vielleicht mit irgendwelchen Versteigerungen oder was wegfällt. Ja, das stimmt schon. Diese Bewerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung wurde mir damals auch immer schon in jungen Jahren gesagt, von meinem Versicherungsagenten in Deutschland noch. Also es ist ja so, wenn man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, den man mal gelernt hat, angenommen, man ist Dachdecker, man kann jetzt plötzlich nicht mehr auf das Dach hoch, weil... es geht nicht mehr, weil man vielleicht ein Bein verloren hat, dann kann man den Beruf nicht mehr ausüben, dann ist man berufsunfähig. Und die Erwerbsunfähigkeit ist dann, glaube ich, wenn du dann einfach gar nichts mehr machen kannst. Invalide, wie du sagst, du kannst nicht mehr am Schreibtisch arbeiten, es geht irgendwie gar nichts mehr, und dass man dann trotzdem monatliches Einkommen eben hat von der Versicherung. Was man vielleicht auch ein bisschen kritisch sagen kann, das gilt vielleicht nicht für alle Versicherungen, aber das hat man auch immer mal wieder gehört. Wenn mal sowas ist, das kann schon mal ein bisschen schwierig sein, das auch durchzubekommen, weil die Versicherungen prüfen das natürlich genau, weil das sehr teuer ist natürlich auch für die Versicherung. Wenn jemand mit 20 berufsunfähig wird oder erwerbsunfähig,
dann zahlen die ihr ganzes Leben und das wird genau geprüft. Und manchmal muss man da ein bisschen nachlaufen. Ich denke mal, das ist bei eurer Versicherung nicht so, aber das kann eben immer mal schon der Fall sein. So ist es halt nun mal. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Eine Überlegung wert. Ja. Und je nachdem, was für einen Beruf man ausführt oder wie gesagt, wie man zu diesem monatlichen Einkommen kommt, sollte man überlegen, was wäre, wenn was passiert. Genau. Bin ich für jemanden verantwortlich sozusagen finanziell? Kann das dann Probleme bereiten, wenn ich da kein Einkommen mehr habe? Und dann sollte man eventuell mal nachdenken, ob man sich nicht ein bisschen wenigstens absichert. Okay, ihr Lieben. Ja, ich habe noch einen Punkt, weil es ist gar nicht so lange her, da hatten wir mal ein Thema mit einem Kunden, da kam das Thema Erdbeben auf. Also sowas kann ja auch mal passieren. Mhm. Ja? Und in diesem Zuge hattest du das auch mal ganz gut erklärt. Und ich denke, das ist ein interessantes Thema, das auch mal vielleicht unseren Zuschauern hier bei YouTube vielleicht mal zu erklären. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Welche Versicherung braucht man? Ist das die Hausratversicherung? Erzähl mal, Max. Und wie funktioniert das? Es gibt, glaube ich, auch bestimmte Stärken, was da an Erdbeben gemessen werden muss und so weiter und so fort, bis da überhaupt was passiert. Also das sind generell Naturgefahren, sei es Erdbeben, sei es Vulkanausbruch, sei es starker Regenfall, Überschwemmung, was auch immer. Diese Sachen, wie gesagt, Naturgefahren, werden über die Versicherungsgesellschaft an sich, also in diesem Fall jetzt Liberty oder Generali, die ja Liberty übernommen hat jetzt, nicht abgesichert. Aber wenn man einen Versicherungsvertrag abschließt, ist man automatisch in dem sogenannten Consorcio de Compensación de Seguros auch versichert. Das ist ein spanischer Name, wie das auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt nicht. Das ist aber halt ein spanisches Organismus, was vom Ökonomieministerium abhängt und noch von dem finanziert wird. Und das ist sozusagen eine Rückversicherung für diese Elementarschäden. Das heißt, die eigene Versicherungsgesellschaft entschädigt diesen Schaden nicht, gibt den aber weiter an dieses Consorcio de Compensación de Seguros und die sind diejenigen, die die Schäden dann übernehmen. Okay. Das muss natürlich als ein Naturschaden oder als eine sozusagen eine Katastrophe deklariert werden von der Regierung. Wenn ich jetzt ein Erdbeben habe oder wenn ein Erdbeben passiert, in La Palma, sagen wir mal dieser Vulkanausbruch, Erdbeben, Vulkanausbruch, ist es eigentlich gleich. Gar nicht so lange her. Genau. Die Regierung hat diesen Schaden ja akzeptiert und hat oder hat öffentlich diesen Vulkanausbruch angenommen. Sowas muss auch bei Erdbeben, Überflutung oder starkem Regenfall passieren. Okay. Wenn die Regierung das annimmt oder wie gesagt das Ministerium, was hierfür zuständig ist, dann werden diese Schäden von dem Consorcio übernommen und auch entschädigt. Okay. Aber nur dann. Es muss halt, ich kann das nicht genau auf Deutsch erklären, aber es muss offiziell als Naturgefahr oder Naturschaden deklariert werden. Okay, wenn es dann einmal offiziell angenommen ist, dann springt dieses Consorcio de Compensación de Seguros ein und übernimmt diese Schäden. Sozusagen ist es wie ein staatlicher Versicherungsfonds, auf den man aber nur Zugriff hat, wenn man eine Hausratversicherung auf seinen Namen mit diesem Haus natürlich versichert hat. Ansonsten hat man darauf keinen Anspruch oder Zugriff und kann daraus natürlich auch keinen Profit schlagen in diesem Fall. Ja. Ist aber auch nicht das Gleiche, in diesem Fall eine Naturkatastrophe wie ein normaler Sturmschaden. Normale Sturmschäden sind genauso abgesichert bei der Hausratversicherung, sei es jetzt bei starkem Wind oder Regen, reißt eine Markise ab oder ein Fenster wird eingeschlagen. Das wird über uns reguliert, gar kein Problem. Mhm. Aber wenn es natürlich ein heftiger Schaden ist, so dass jetzt, sagen wir jetzt mal, total übertrieben, das Haus stürzt ein, durch ein Erdbeben, muss es natürlich vom Staat, wie Maxi sagt, deklariert sein als solches. Nicht, dass es jetzt auf der Richterskala Nummer 1 ist oder so, was kein Mensch merkt. Ja. Das nützt natürlich nichts. Also es muss schon natürlich ein richtiger Schaden sein. Und da ist es natürlich auch abgedeckt. Okay, verstehe. Das Gleiche gilt übrigens auch für Kfz. Okay. Also nicht nur für Haus, aber auch wenn das Auto jetzt, sagen wir mal, wegschwimmt oder bei heftigen Regen oder beim Vulkanausbruch jetzt in Lava verdeckt ist oder sowas. Genau das Gleiche. Ich glaube aber, unsere Hauskäufer hier auf der Insel brauchen, glaube ich, keine Angst haben, weil ich meine, Gran Canaria gilt der Vulkan als komplett erloschen. Mhm. So habe ich das mal gelesen. Mhm. Also da muss man wohl keine Sorge haben, dass da irgendwann mal so ein Vulkan losgeht wie auf La Gomera. Aber La Palma. Ich habe La Gomera gesagt, gell? Mhm. Nein, La Palma natürlich. Und ich hatte auch eine Kundin, das war auch eine ganz merkwürdige Situation, was heißt merkwürdige, einfach eine traurige Situation. Die Dame, die hat noch eine Wohnung hier in Playa de Ingles und die wollte sie vermieten zur Überwinterung und ich war da, hab mir das angeschaut und so weiter, Fotos gemacht. Und da hat sie mir, und das war kurz nachdem dieser ganze Vulkan dann nun eben ausgebrochen ist, und hat sie mir eben erklärt, dass sie jetzt gerade in der Wohnung noch wohnt aktuell, sie sucht ein anderes, weil ihr Haus
komplett von den Lavaströmen mitgerissen wurde. Und nicht nur Iris, auch von der Schwester und von ihrer Tante, weil die hatten da in der Familie und dann wirklich drei oder vier Häuser sind da einfach verschwunden. Das ist natürlich sehr traurig. Und du merktest einfach, wie sie wirklich mit Herz, also man ein Haus, ich meine, wenn man Investment verliert, ist es Geld. Wenn man sein Haus, wo man drin lebt, verliert, ist das Zuhause. Das Zuhause. Ja, das ganze Hab und Gut, ja. War das nicht auch bei Thomas Gottschalk in Kalifornien, dass sein Haus abgebrannt ist? Doch, bei Thomas Gottschalk, habt ihr vielleicht nicht mitbekommen. Das weiß ich nicht. Wisst ihr nicht, aber das ist nicht so lange her. Und er hat auch alles verloren. Er sagt, das Geld, das war jetzt nicht das Thema. Ja, das ist relativ, aber genau. Natürlich so beim Brand so. Aber gut, ich meine, man lebt und solche Sachen können passieren. Ja. Und da ärgert man sich dann über das, aber wenigstens das bei dem Finanziellen ist man dann unterstützt. Sonst wären das wirklich zwei Probleme. Und deswegen sind natürlich Versicherungen auch wichtig und notwendig. Kurze Sache noch zu dem Thema Erdbeben. Du sagtest, vor Vulkanausbruch braucht man hier nicht so zu fürchten. Mhm. Es ist aber ein Erdbebengebiet. Okay. Und es wird demzufolge auch gebaut. Okay. Also die Konstruktion, die Häuserkonstruktion, die müssen alle erdbebengemäß gebaut werden. Da gibt es eine gewisse Richtlinie. Ja. Also das ist schon so, dass man das wirklich vor Augen haben sollte. Keine Sorge haben. Vulkanausbruch hier auf dieser Insel zum Glück nicht so. Aber okay. Erdbeben kann. Ich bin, wie gesagt, 16 Jahre hier. Ihr seid ja auch schon ein paar Donnerstage hier. Hm. Habt ihr jemals ein Erdbeben mitbekommen? Ich habe nie eines mitbekommen. Ja. Das war vielleicht mal der Bass von Moritz, seinem Lautsprecher im Auto, wo ich dann dachte, da geht's los. Aber das war. Nein, also man hört und liest oft von diesen seismischen Bewegungen, heißt das, glaube ich, auf Deutsch im Meer. Hm. Aber es wurde noch nie ein Erdbeben als solches deklariert von, wie gesagt, dem Konsortium, wie wir besprochen hatten. Ja. Und wir persönlich haben auch noch nie was gemerkt. Okay. Zu guter Letzt, ihr Lieben. Man kann sich irgendwie gegen alles versichern. Es gibt hunderte Versicherungen wahrscheinlich und jede Versicherung freut sich über jeden Abschluss, wie sich jeder Makler, Versicherungsmakler oder auch über einen Abschluss freut. Das ist doch ganz klar. Aber muss man sich denn wirklich gegen alles versichern? Oder anders gefragt, was ist denn wirklich besonders wichtig? Jetzt ist es natürlich so, ich will es ja nicht selbst beantworten, aber ich denke mir zumindest, die Frage stellt sich eigentlich erst dann, was passiert ist. Welche hätte man denn haben sollen? Das ist wahrscheinlich so. Ja, ich glaube eher, es kommt eher darauf an, welche Risiken man in seinem Leben hat. Ja. Sei es jetzt eine Familie, sei es ein Auto, sei es ein Haus oder man macht irgendwelche Extremsportarten oder man fährt Motorrad. Da kommt es natürlich immer darauf an. Klar, ein Auto ist Pflicht zu versichern, ein Haus, okay, ist nicht Pflicht, sollte man aber schon machen, dadurch, dass es natürlich Hab und Gut ist oder zu Hause ist. Ich meine, ist jedem selbst überlassen, aber sollte man auf jeden Fall schon mal machen. Und wenn man natürlich noch Familie hat, dann sollte man sich auf jeden Fall das mit einer Lebensversicherung überlegen oder eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ja, okay. Denn man weiß nie, wie blöd es kommt und es passiert immer dann, wenn es am schlechtesten passt. Exakt. Und da sollte man schon auf der Hut sein. Wir sind es genauso und ich kann es wirklich nur raten. Ich will es niemandem aufzwingen oder wir, aber man sollte wirklich schon Gedanken dabei haben. Okay. Auto ist klar, Haus auch, sei es nun Eigentum oder gemietet, Krankenversicherung. Ja, und wie gesagt, Lebensversicherung, Berufsunfähigkeit vielleicht, je nachdem, was man macht, ob man angestellt ist, was man für einen Lebensstil hat, was man monatlich verbraucht halt finanziell, ne? Dann müsste man das halt absichern. Und ja, das ist eigentlich so das Basis, bloß wie Moritz schon sagt, je nachdem, was man macht, was man für einen Lebensstil hat, wie man lebt. Dann. Prima. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben eine ganze Menge jetzt besprochen. Und wie sind denn eure Öffnungszeiten? Wie kann man das am besten machen? Steht das, finden wir das auf der Internetseite oder am besten erstmal eine Mail schreiben, mal anrufen und alles weitere könnt ihr dann besprechen. Zu finden sind wir im Internet ohne Probleme. Knespe gibt es ja nicht so viel. Genau. Noch weniger hier auf der Insel. Also immer gerne. Max und Moritz vor allem. Max und Moritz, das ist ja, das kann man sich ja merken. Per Internet auf Knespe Versicherung, da sind wir immer zu finden. Und ansonsten für die unseren Kontakt bereits haben, gerne per WhatsApp oder E-Mail, wie Maxi schon sagt, Anfrage immer gerne, wird eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, es sei denn, es ist am Wochenende. Super. Und ansonsten, was noch? Bürobesuche, Öffnungszeiten stehen im Internet, aber immer gerne mit Termin. So können wir uns die Sache schon vorbereiten. Und manchmal haben wir auch beide Außentermine. Ja. Dann ist das Tor zu, da ist zwar dann ein Schild dran, dass wir Außentermine haben, weil die eventuell bei Schäden oder sowas, wir besichtigen eigentlich immer Schäden, wieso wie auch Häuser, wenn wir sie versichern. Da sind wir meist da sind wir hin und wieder mal unterwegs. Das heißt, vorher kurz anmelden und kurz Terminabsprache ist super, finden wir top, bevorzugen wir sehr. Aber ja, sonst, wie gesagt, Öffnungszeiten stehen im Internet. Prima. Also, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, mich zu bedanken bei euch. Ja.
Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Und wir werden da das Video dann zusammenschneiden. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel komisches Zeug erzählt, aber ich glaube, das waren viele wichtige Informationen. Ich denke schon, das passt. Und ich denke, das passt. Und vielleicht gibt es einen dritten Teil. Schauen wir mal, wenn ihr Lust habt. Auf jeden Fall, gerne. Sonst kommen wir mit dem mal wieder hoch in den Norden und dann machen wir dann das Video. Denn das habe ich ja letztes Mal gesehen. Das war echt ein tolles Video. War super, ja. Genau. Dann fahren wir mal über die Nordseite runter, da wo es so ein bisschen Wald ist, bewachsen. Genau. Dann kommst du hinten aufs Motorrad. Ja, genau, das können wir genauso machen. Habt ihr nichts für Beiwagen? Dann können wir zu dritt los. Ja, das wäre noch besser, ja. Genau. Nein, also wunderbar. Ja, und also vielen Dank nochmal und wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Ich habe da auch schon eine tolle Idee, was ich euch vorbereiten werde. Und ich werde euch die Insel nämlich wieder zeigen und zwei, drei ganz, ganz tolle Ecken. Freut euch drauf, es wird ein recht aufwendiges Video, deswegen wird es auch etwas länger dauern. Aber ich habe Lust darauf, freue mich darauf und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und bedanke mich nochmals an dieser Stelle schon mal für viele, viele tausend Zuschauer bei den letzten beiden Videos. Herzlichen Dank für die tollen Kommentare, netten Kommentare, da gibt es keinen Streit in meinem Kanal, das finde ich super. Vielen Dank dafür, auch für die vielen Likes und wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen hoch. Macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Prima, hat auch Spaß gemacht. Schnitt, Klappe. Was wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen machen können, ist so Schäden ein bisschen durch. Ja, klar.